Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von niemandem. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind kommt aus der Schule nach Hause und erzählt, der ADAC war heute da. Der ADAC? Ah, Verkehrserziehung und so. Gute Sache. Was ist mit, Ihr Kind erzählt Ihnen, unsere Schule macht mit beim Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung. Helle Birnen, das kann nur gut sein. Aber was ist mit, unsere Schule kooperiert mit Krauss-Maffei? Die Heisterberg-Schule in Hannover hat die Firma als Kooperationspartner. In Zusammenarbeit mit Krauss-Maffei-Bersdorf führen unsere Schülerinnen metallverarbeitende Projekte durch und lernen ein Unternehmen kennen. Flugscharen zu Schwertern, Schüler zu Konsumenten. Zwar geht es hier nur um Kunststoffbearbeitung und nicht um die Waffenschmiede, aber das Problem ist klar. Unternehmen wollen in die Schulen und hinein in die kleinen Köpfe. Und das funktioniert. Durch gezielte Kooperation mit Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen begeistern wir junge Talente frühzeitig für die Krauss-Maffei-Gruppe. Kein Einzelfall. 16 der 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen produzieren Unterrichtsmaterialien. Bereits 2006 zeigte die PISA-Studie, dass knapp 90% der 15-Jährigen eine Schule besuchen, an der Wirtschaft und Industrie Einfluss üben. Für die Kluge Media 123 GmbH platziert die Personalmarketingagentur Junges Herz Plakate in ausgewählten Schulen in ganz Deutschland. Die Plakate werden an hochfrequentierten Bereichen aufgehangen und fallen der Zielgruppe direkt auf. Junges Herz? Frechheit! In junge Herzen gehört kein Marketing. Aber auch die Lehrer werden manipuliert. Die Experten von Junges Herz haben für Jan auch eine neue Strategie für Vorträge und Events entwickelt und ihn mit lehrplankonformen Materialien ausgestattet. Die Schüler sind begeistert und hören Jan aufmerksam zu. Aller guten Dinge sind drei. Hallo, unsere Schule hat zu wenig Geld und deshalb nehmen wir zwangsläufig alles, was wir kriegen können. Pädagogik von kapitalistischen Sonderbotschaftern, damit aus guten Kindern auch gute Konsumenten werden. Und so sieht das Unterrichtsmaterial dann aus. Mieten oder kaufen? Was will ich später einmal? Das ist die Überschrift eines Arbeitsblattes für die Klasse 8 bis 10. Der Tenor? Mieten ist eigentlich keine gute Idee. Die Schüler erfahren vom emotionalen Wert der eigenen vier Wände und von besseren Entfaltungsmöglichkeiten. Und natürlich auch, wie viel günstiger es doch sei, sich ein eigenes Haus anzuschaffen. Dass die Informationen vom Verband der privaten Bausparkassen herausgegeben werden, steht auf dem Arbeitsblatt nicht. Ich habe heute schon drei Bausparverträge abgeschlossen. Anderes Beispiel, RWE. Das Energieunternehmen fördert Braunkohle und bietet zum Thema Arbeitsblätter für den Unterricht an. Einige neutrale Seiten sind da durchaus für den Unterricht zu gebrauchen. Natürlich kommt hier die Kohleförderung gut weg. So berichtet zum Beispiel Julia von der Umsiedlung ihrer Familie. Das neue Haus ist viel schöner und moderner als das alte, energietechnisch viel besser. Und sogar die Oma freut sich, dass sie in der altersgerechten Wohnung keine Treppen mehr steigen muss. Und der Tagebaubetreiber finanziert noch viele weitere tolle Projekte. Toll, RWE. Danke. Julia gibt es nicht. Das Beispiel ist fiktiv, was da aber nicht steht. Und am Ende sollen die Kinder einen Aufsatz schreiben, ob die Braunkohle eine Zukunft hat. Dafür gibt es dann ein paar Pro und Kontras, also viel Pro, wenig Kontra. So wichtig ist die Kohle im Energiemix, so billig ist die Kohle im Vergleich, so groß sind die Kohlevorräte und Kohle muss nicht importiert werden. Und ein einziges Kontra. Ja, die CO2-Bilanz ist schlecht, aber dafür gibt es auch direkt Lösungen. Der Emissionshandel und die unterirdische Speicherung. Also los, Kinder! Hat Braunkohle eine Zukunft? Die Firma Brandt hat für ihre Unterrichtsmappe eigens die Figur Zwiebra entwickelt, die Kindern viele lustige Spiele zeigen soll. Weißt du, woher mein Name kommt? Richtig, ich knabbere am liebsten den ganzen Tag Zwieback von Brandt. Ja, wir knabbern auch gern an euren Hirnen. Total hirnverbrannt. Jetzt könnte man meinen, dass die Politik harte Regeln für Schulsponsoring aufstellt und dies streng überwacht. Das Gegenteil ist der Fall. Bildung ist Ländersache und in NRW zum Beispiel ist Sponsoring erlaubt, wenn es mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar ist und die Werbewirkung deutlich hinter den schulischen Nutzen zurücktritt.
Und diese lasche Formulierung ist nur der Anfang. Auf der Webseite des Schulministeriums gibt es einen Leitfaden, den ein Lobbyist kaum besser formulieren hätte können. Die Distanz zwischen Schule und Wirtschaft ist Vergangenheit. Und auch für idiotische Vergleiche ist man sich nicht zu schade. Bierbrauer sponsern Fußballspiele, Getränkehersteller sponsern Musikfestivals und Banken sponsern Kunstevents. Für Schulen engagieren sich alle Branchen. Wow, die Schule mit dem Fußballbusiness zu vergleichen, ist schon ehrlich. Am Ende wird gar ein Mustervertrag für Schulen mitgeliefert. Was für ein Service. Nochmal zur Erinnerung, das war die Broschüre vom Schulministerium. Lobbyismus in der Schule ist eine heikle Kombination. Unwissende Schüler und Lehrer treffen auf wortgewandte Experten. Die Agentur DSA Youngstar wirbt: Ihre Werbebotschaft wird dank unserer maßgeschneiderten Konzeption spielerisch von den Schülern aufgenommen. Belegt ist, dass man nur ein Viertel des Budgets braucht, um bei Kindern denselben Werbeeffekt zu erzielen wie bei Erwachsenen. Und auch Geschäfte werden in und mit der Schule gemacht. Das Unternehmen Britta veredelt Leitungswasser beim sogenannten Schoolwater-Projekt. Jeder Schüler kauft eine Plastikflasche für 38 Euro und darf sich mit Wasser volllaufen lassen. Ein schönes Geschäft und eine 1A-Marketingmaßnahme. Anderes Beispiel. Früh übt sich, wer ein skrupelloser Banker werden will. Hinter My Finance Coach verbergen sich unter anderem der Versicherungsriese Allianz und die Unternehmensberatungen McKinsey und KPMG und das Angebot, die Schüler persönlich heimzusuchen. In Sinas Klasse waren vor kurzem zwei Finance Coaches. Die haben einiges zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Konsumrisiken erklärt. An 2400 Schulen wurden nach eigenen Angaben in 5 Jahren 735.000 Schüler informiert. Ein Angebot, das die Verbraucherzentrale durchaus kritisch sieht. Dessen ungeachtet muss das Gesamtkonzept aufgrund der unzulässigen fachlichen Verengung an vielen Stellen als tendenziös und damit nur als bedingt unterrichtstauglich eingestuft werden. Der Lehrer muss beim Besuch eines solchen Gastes anwesend sein und den vermittelten Stoff hinterher einordnen und eventuell um alternative Blickwinkel ergänzen. Das Problem ist nur, es kontrolliert keiner. Wenn also Unternehmen den Unterricht als ihre Bühne nutzen, dann liegt es allein im Vermögen der Lehrer, dies zu verhindern. Den Landesbeauftragten für Schulsponsoring, den gab es mal, allerdings nur in NRW. Aber das ist auch egal, die Stelle gibt es nicht mehr. Auf Nachfrage beim Ministerium wurde uns gesagt, wenn die Schulen Fragen hätten, könnten sie sich an die Bezirksregierung wenden. Das Problem, im schlimmsten Fall haben die Schulen keine Fragen. Noch Fragen? Also, aufpassen ist angesagt, sonst endet das womöglich noch wie in den USA. Dort hat ein Waffenlobbyist vorgeschlagen, Kindern schon in den Schulen Schießunterricht zu erteilen. Just like we teach them reading and writing, necessary skills, we would teach shooting and firearm competency. Das wäre doch was, Kraus Maffei.